Sanna Moore. Der Hengst aus dem Jahrgang 2004. Von Sandro Hitt, Plaisir d'Amour, Figaro. Vater von Siegerhengsten und Bundeschampions. Sanna Moore gelang als Vererber bereits in jungen Jahren der Durchbruch auf internationaler Ebene. Neben bedeutendem Rahmen und modernster Typaufmachung wurden ihm vor allem eine schon sprichwörtliche Versammlungsfähigkeit und Veranlagung für höchstes Dressurniveau gewissermaßen in die Wiege gelegt. 2008 als Hauptprämiensieger geehrt und in seiner Hengstleistungsprüfung Sieger im Dressurindex mit Rittigkeit von 9,5 qualifizierte er sich zum Bundeschampionat und war platzierter Finalist. Als Vererber ist er Sanna Moore ein Senkrechtstarter und die Bundeschampionate sind seine Bühne. 2015 erhöhte sich die Zahl der gekürten Söhne auf nunmehr 37, darunter auch Sandbrink, Siegerhengst der Süddeutschen Körung 2011 und etliche Prämienkandidaten. Aus den ersten Jahrgängen wurden Sanna Moore-Töchter in außergewöhnlich hoher Frequenz und in verschiedenen Zuchtgebieten mit dem Prädikat Staatsprämienstute ausgezeichnet. Sanna Moore, ein Stempelhengst für Gegenwart und Zukunft. Sanna Moore wird uns wiederum vorgestellt von Anja Engelbart, die ihn ja schon seit Jahren unter dem Sattel hat und weit ausgebildet hat. Wie wir sehen können, hier in den Dreierwechseln. Ein Pferd, das unheimlich langbeinig ist, sehr fein ist in seinem Auftreten, was er auch seinen Nachkommen wiedergibt, denn auch hier Land auf Land ab sieht man immer wieder, ob bei Stutenprüfungen oder auch in Reitpferdeprüfungen viele Sanna Moore-Nachkommen auf den vordersten Plätzen. Seine berühmteste Nachkommenschaft ist sicherlich Soiree d'Amour mit Kira Wulferding. Sie hatte einen unvergesslichen Auftritt auf der Weltmeisterschaft der jungen Pferde 2013. Sie war dort eigentlich die Siegerin der Herzen, denn sie hat fast Standing Ovations bekommen. Denn ein Pferd, das so leichtfüßig sich in die Herzen der Zuschauer trabt, hat das einfach verdient. Auch Sanna Moore hier sehr gelassen schreitend mit Anja. Die beiden sind natürlich auch schon ein gut eingespieltes Team. Er vertraut ihr. Er macht unheimlich gut mit ihr, zeigt er uns jetzt auch nochmal seine tollen Trabverstärkungen. Und was auch bemerkenswert ist bei ihm, zu erwähnen ist noch in seinem Pedigree der Starvererber Pik Bube. Man findet ihn leider heute nicht mehr zu häufig in den Abstammungen, aber ich erinnere ihn noch gut mit Herbert Rehbein, ein Hengst, der sich auch sehr, sehr gut vererbt hat, auch ein toller Dressurvererber ist und Sanna Moore führt dieses Blut nochmal sehr direkt und das ist sicherlich auch in der Anpaarung mit den Stuten sehr wichtig. Hier nochmal ein Blick auf das Weltmeisterschaftsviereck in Pferden 2014. Hier ist sie, Soiree d'Amour mit Kira Wulferding, das Aushängeschild des Hengstes Sanna Moore.